Ich grüße Sie. Mein Name ist Dr. Gitliuzzi. Ich möchte vorstellen, und zwar unsere Arbeit in Bezug auf Human Resource, intuitive Intelligenz, Beruf und Berufung im Business. Jeder Mensch hat einen Auftrag, eine Fähigkeit, zentrale und Nebenfähigkeiten. Die Menschen, die sehr zentriert diese individuelle Kompetenzen leben, sind die, die Firmen gründen, die gezielt zu diesem individuellen Lebensauftrag gehen, sind die, die dann viele andere Leute anziehen. Also, die Entwicklung des individuellen Potenzial oder Kapital, jeder nennt es anders, und das Leben dieses individuelles Potenzial ist der Wunsch der meisten. So, im Geschäft, im Betriebsleben ist natürlich wichtig, dass nicht nur der Chef seine Kompetenz und Fähigkeit lebt, er versucht auch die anderen mit einzubeziehen. Und das ist nicht einfach. Deswegen unser Institut für intuitive Intelligenz bietet die Möglichkeit für jeden Mitarbeiter, für jeden Direktor, für jeder, der im Betrieb arbeitet, ein Profil zu entwickeln in Bezug auf die Potenziale, die man lebt, auf die verborgenen Potenziale, auf die, die sich weiterentwickeln können. Und wir wissen, wenn jemand ein verborgenes Potenzial hat und der nicht lebt, der macht Probleme. Es kreiert sich manchmal Streit oder Konkurrenz oder Widerstand, weil er weiß, er könnte das besser, aber er traut sich nicht. So, wie kann man diese Profile herstellen? Ich arbeite seit 25 Jahren mit der Entwicklung der individuellen intuitiven Intelligenz. Und zwar jeder Kellner, jeder Chef oft spürt, wenn ein Mensch gesehen wird, was für Möglichkeiten da sind, wird er das Produkt kaufen oder hat noch emotionale Probleme oder. Jeder spürt es, aber das wird einfach immer alles dem Zufall überlassen. Und es ist natürlich möglich, diese Wahrnehmung zu schulen und systemisch zu organisieren, sodass jeder die eigene Wahrnehmung hat, die eigene entwickeln kann. Und es ist möglich zu schulen wie alle anderen Sachen. Und deswegen bieten wir an, das Unternehmen von hier aus, oder wir kommen, ein Profil der Mitarbeiter oder Direktoren zu erstellen und von den Entwicklungsmöglichkeiten. Und natürlich, wir sind weltweit aktiv, wir begleiten dann, wir haben die Möglichkeit zu begleiten, damit diese Potenziale sich entwickeln, weil wenn man die nicht entwickelt hat, hat man immer einen Widerstand. Sonst hätte man das schon gemacht. Das heißt, die Schulen, die Weiterbildung, die Universitäten hätten eigentlich diesen Auftrag, die individuellen Potenziale herauszuholen und entwickeln. Aber wir sind noch nicht so weit. Es wird hier und da gemacht, aber nicht so systemisch und klar ausgesprochen, dass die individuellen Potenziale die Grundlage der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Kultur sind. Und deswegen die Einladung, sich in diesem Bereich auszubilden oder trainieren zu lassen. Oder wir kommen in eure Firma, egal wo. Wir haben IFI, Institute für Intuitive Intelligenz in vielen Ländern Europas und erstellen Profile und helfen, die
das verborgene Kapital herauszuholen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ciao.